Ja, wo ist er denn, der Trainerkollege? Da ist er, Miroslav Jagatic und Chemie Leipzig zu Gast bei Markus Ziesche und dem SV Babelsberg 03, der etwas aufzuarbeiten hatte. 0:4 die Klatsche letzte Woche im Derby in Cottbus. Daniel Frahn mit einem Eigentor. Er sprach von einem rabenschwarzen Tag für alle 03er. Umso größer sollte das Feuerwerk an diesem Abend ausfallen. Auf den Rängen wurde vorgelegt, 120 Jahre Babelsberg 03 und Vorgängervereine. Wurde vor einigen Wochen ja schon mal zelebriert. Doppelt hält besser und dieses Mal so richtig. Babelsberg in Weiß, Gordon Büch, schneller Ballverlust, 5. Minute und Chemie sehr wach in dieser Anfangsphase. Meda, Yannick Meda, viel verletzt in dieser Saison. Langsam kommt er wieder in Fahrt. Erste dicke Möglichkeit für die Gäste. Wilton und Rausch mit der falschen Ausfahrt. Aber Klatte aus kurzer Distanz mit einer Riesenparade mit der rechten Hand. Chemie Leipzig auswärts erst mit einem Sieg in dieser Saison. Aber sie ließen den Ball besser laufen, waren das aktivere Team. Das ist Kirchstein, der war völlig blank. Auf der letzten Rille. Abgegrätscht von Philipp Zeiger, einer von zwei Neuen in der Startelf von Babelsberg. Die 03er konnten mit einem Sieg Tabellenführer werden, brauchten aber bis zur 19. Minute. Eingeladen von Chemie, von Horschig, Katastrophenpass direkt in die Füße von Steinborn. Dann kommt Fran noch dazu. Bellot und Wendt sind da. Markus Ziesche wollte mit seiner Mannschaft beweisen, dass die Cottbus-Pleite nur eine Ausnahme war. 5 von 6 Heimspielen hat Babelsberg gewonnen und so langsam kamen sie auf Betriebstemperatur. Horschig wieder mit dem Bock, Steinborn. Matthias Steinborn immer in der Startelf, zweimal getroffen bis hierhin, legt sich den Ball ein bisschen zu weit vor mit dem Kopf. Dadurch wird es etwas dunkler vor Bellot. Halbe Stunde rum und da ist er wieder. Matthias Steinborn, Einwurf selbst ausgeführt, Pressschlag gewonnen. Immer noch Steinborn, Matthias Steinborn. Spitzelt sich den Ball vorbei an Meda. Aber Kehler, sein eigener Mitspieler, fälscht den noch ab. Sonst wäre Steinborns Schuss gefährlicher aufs Tor gekommen. Kurz vor der Pause nochmal Babelsberg. Die Flanke verlängert, dann Polla Spellort. Macht sich lang, hat den Ball und dann geht's schnell ab in die andere Richtung. Der lange Ball, schlecht verteidigt von Babelsberg. Mauer auf Jepel, dann Zeiger. Aber wieder Jepel an der Schnur gezogen zu Kirchstein. Nochmal der Abschluss abgefälscht. Danach war Pause. Miroslav Jagatic und Chemie zuletzt zweimal in Folge Sieg und Torlos. Chancen auf mindestens einen Treffer waren da. Prächtige Stimmung im Kali, auch 400 mitgereiste Chemiefans trugen zu einem festlichen Freitagabendspiel bei. Den ersten Volltreffer gab es kurz nach der Pause. Surek gegen Steinborn und Rums aus 3 Metern mitten ins Gesicht. Steinborn kurz angenockt, aber hart im Nehmen. Ja, nur ein Finger. Mehr Probleme machte das Bein, war gleichzeitig noch leicht weggeknickt. Babelsberg mit Chakmak, sein Linker, eine Waffe, aber die Bahn nicht frei. Polasch abgelegt nochmal auf Bürger. Einer zum Abtauchen für Benjamin Bellot, Chemies Keeper aufmerksam, war 4 Zug hinter diesem Abschluss. 58 Minuten rum, für Steinborn ging es dann nicht mehr weiter. Samir Werbelo ersetzte den 34-jährigen. Werbelo in Cottbus noch in der Startelf, jetzt Joker. 8 Minuten später, Werbelo am Ball, Vorhang auf für seine Show. Werbelo auf Fran, 1-0 Babelsberg, 66. Minute. Daniel Frahn, 3. Saisontor, macht sein unglückliches Eigentor in Cottbus schon wieder vergessen. Aber was für ein Traumeinstand für Werbelo. Wendt sah 5 Minuten zuvor gelb, ließ ihn hier ziehen. Dann der Steckpass und Frahn, der bei RB Leipzig lange mit Benjamin Bellot zusammen gespielt hat. Die beiden, die kennen sich in- und auswendig. Aber Frahn, das Schlitzohr, schiebt Bellot den Ball durch die Beine. Zentimeterarbeit von Daniel Frahn.
Chemie etwas verunsichert durch den Gegentreffer. Bellot in die Füße von Andreas Pollasch. Schöner Strich, fehlte nicht viel. Babelsberg ließ wenig zu und offensiv drehte Werbeloh auf. Sein Wechsel brachte viel Leben ins Spiel der 03er. Samir Werbeloh. Benjamin Bellot, hauchzart, aber entscheidend dran mit der Faust. 80 Minuten rum, Chemie mit dem Freistoß. Wendt steht bereit mit links und der eingewechselte Brückmann mit rechts. Brückmann und Klatte mit der nächsten Rettungstat wurde gefeiert und geherzt. Luis Klatte, einer der besten Keeper der Liga. Brückmann tritt den stark, aber Klatte einmal One-Way Richtung Glanzparade. Aus dem Spiel keine wirkliche Torgefahr von Chemie, aber nach Standards wieder Wendt und Brückmann. Dieses Mal macht's Wendt mit links, kein Problem für Klatte. Fraglich, warum Brückmann sich nicht auch den nimmt. Klatte begräbt den Ball, Szene geht danach sofort weiter. Der lange Ball, Fran gegen Wendt, der bleibt am Boden liegen. Und wieder Samir Werbeloh, einfach nicht zu halten, dieses Mal auf Wegener. Paul Wegener, auch der kam rein, Wegener abgefälscht, drin 2-0, die Entscheidung in der 84. Minute. Erstes Saisontor für Paul Wegener und der Blick auf Markus Ziesche, der ging richtig ab, wusste Werbeloh und Wegener, zwei, die dieses Spiel entschieden haben. Fran robust, aber nicht faulwürdig gegen Wendt und Werbeloh mit seinem zweiten Assist. Für Chemies Innenverteidiger Horschig war es ein bitterer Abend. Er lenkt den Ball unhaltbar für Bellot ins Eck. Babelsberg mit Derby-Wut im Bauch und angetrieben vom Feuerwerk, von den Rängen mit dem Sieg und der Tabellenführung zumindest für eine Nacht. Die Titelmelodie der Olsenbande zum zweiten Mal laut im Kali. Markus Ziesche haut alles raus, was er hat. Babelsberg 03 schlägt Chemie Leipzig mit 2-0 und zeigt, dass das 0-4 in Cottbus nur ein Ausrutscher war. Die Reaktion war super, weil man auch das Ergebnis einfach auch weglöscht. Weil das Ergebnis war das, was wehgetan hat. Die Art und Weise in Cottbus war nicht verkehrt. Aber wenn man 4-0 verliert, muss man die Schnauze halten, auf Deutsch gesagt, und muss dann wieder liefern. Und das haben die Jungs heute gemacht. Zwei Kumpels im direkten Duell. Fran schiebt Bellot den Ball durch die Hosenträger. Ja, war die einzige Möglichkeit. Entweder er kommt raus gestürzt, dann hätte er klopfen müssen. Hätte wahrscheinlich nicht so ganz funktioniert. Und so war die einzige Möglichkeit, ihn irgendwie da durchzupieksen. Ich kenne ja Brani nur auch schon ein bisschen, deswegen wollte ich mich überhastet rausstürzen, damit er mich dann nicht blöd dastehen lässt. Das dann Tunnel wird es dann doch nicht viel besser. Ein verschmitztes Fran-Lächeln, er leitete den Sieg ein. Chemie Leipzig nicht kühl genug vor dem Tor, es war mehr drin für die Leipziger. Na klar, enttäuscht bin ich schon, aber wenn man natürlich noch so eine große Chance hat mit dem Freistoß von Brügge, wo man den Ausgleich machen kann und dann im Gegenzug fällt dann das 2-0, ist ärgerlich. Aber Babelsberg war heute effizient und das waren wir heute leider nicht. Und das ist natürlich dann umso mehr ärgerlicher. Der neue Spitzenreiter gefeiert. Ganz oben ist es doch am schönsten, auch ganz oben auf dem Zaun. Babelsberg 03 avanciert zum Spitzenteam in dieser Saison.